threat will unite them. You will lead them. War damit so nah hin, dass ich immer zu nah aufkehre. Aufklärungsreichweite so nah, 5,4. Ich muss etwas näher ran. Ja, ich will warten, bis er kommt, dann schieße ich gleich Tops ab. Ja. Bei Indie-Chan brauchst du es gar nicht mehr. Und ich wurde auch so nahmäßig entdeckt. Naja. Gut, wenigstens haben wir Iowa haben wir da hinten. Was kommt da noch alles? Ja. Magi. Heinrich. Magi. Aber Magi, die kommt rückwärts. Magi kommt rückwärts. Nein, München kann auch nicht so weit über die Insel. Also die Magi ist das und die Heinrich fährt da gerade. Also es sind zwei Schlachtschiffe. Ein deutscher Schlacht. Eigentlich zwei Schlachtkreuzer, wenn man so will. Aber mit dem Unterschied, dass die Heinrich ein Deutscher ist und die Amagi ein Japaner. Ja gut, ich kann jetzt nicht drüber schießen. Ja, ich zeig mich ein bisschen vor. Interessant, der fährt rückwärts mit der Amagi, weil da die Hauptbatterie positioniert ist. Also fährt eine. Ja, okay. Ja, die hat mich ja vorhin auch schon abgeschossen. Obwohl es eigentlich ein schwächer Kreuzer ist. Kreuzer sind halt generell Papier vor Schlachtschiffen. Außer du fährst einen Kreuzer wie die Kronstadt, Aegir, Siegfried. Das sind alles so praktisch Mischschiffe. Und weg. Das war eine schnelle Runde. Was? Das war eine sehr schnelle Runde. Hey, aber Stufe 6 Premium. Immerhin. Was? Gefällt dir kein Betrag zum Gefecht? Er dachte, er hat Minus eingefahren. Aber er dachte, er ist glücklich. Was? Inquisitor ist glücklich. Einfach mal so. Einfach mal. Boah. Einfach mal nix. Einen Moment, ich muss mal kurz meine Booster wandeln. Ich hab zu viele. Aber mal Erklärung zu York. Sie hat ein verbessertes Sonar, was für die Deutschen typisch ist. Und das, was ich jetzt vorlese von New York, das könnt ihr auch so im Spiel nachlesen. Dank seiner gut ausgeglichenen Eigenschaften übertraf das Schiff die erste Generation Kreuzer seiner Zeit. Also die Kreuzer der Königsberg-Klasse, die unter dem Washingtoner Flottennamen fielen. Punkto Schutz und leichte Kreuzer bezüglich Feuerkraft oder Artillerie. Jahr des Entwurfs 1923. Falls man denn jetzt sich fragt, ja, Hipper und Admiral Hipper-Klasse, die kamen später. Das wäre dann sie hier, das Namensschiff der Klasse. Ja. Sie kamen später. So. Ich brauche jetzt für das Schiff nochmal ein zusätzliches, nämlich nochmal 2 Millionen, um das Zielverfassungssystem zu holen. Du meinst das dritte Upgrade, ne? Hm. Nimm da das Tarnsystem. Tarnsystem? Okay. Tarnsystem. Ja. Du wirst oft mit der Weimar verwechselt, die auch ein Entwurfschiff war. Nur in, also selber Rumpf wie die York, nur mit Schnellfeuergeschützen. Oder SK-Geschützen. Praktisch, du hättest eine York mit Nürnbergs Schnellfeuergeschützen. Und einem brutalen Damage pro Minute. Wenn man so will. Da gehst du jeden auf den Nerv. Definitiv. Kann ich? Ja. Ich bleib mal bei der München, mal gucken. Sondern München liegt vom Matchmaking her.
Ah ja, ich habe niedriges Matchmaking. New York auch. München wird selten gespielt. Ich habe gestern komischerweise den ganzen Tag nur zwei Münchens gesehen. Gar keine. Das ist schon viel. Ich habe gar keine gesehen. Ich sehe mal in der Woche eine. Zwei Brüder. Wird aber auch selten gespielt, das Schiff, muss man sagen, in München. Oh ja, das ist... Das ist ja meine Lieblingsmap, diesmal schaut man von oben. Cool. Naja. Oh, das Gegenstück der Atlanta ist drin. Atlanta sollten wir schnell versenken, genauso wie die Brandenburg, sobald wir die sehen. Jo. Indichan, also Indianapolis, sollten wir auch, sagen wir mal so, das ist einfach eine Stufe 6 Premium Pensacola, also eine Freezeater. Charnos geht so, Heinrich Wagon. Geht so. Amagi geht auch so, Iowa auch so. Amagi und Iowa werden uns kaum belästigen, da die auf Range sind. Wir bleiben erstmal hier und patrouillieren die Mitte, oder? Thema Range. Ich hab 18,3. 17,7. 16,6. Ich hab die schwersten Geschütze von uns. Definitiv. Ich hab nur 152er. 203er. Okay, Inquisitor dürfte auch den 203er haben. Na, 183er waren es, glaube ich. Nein, 203er. Auch 203er. 183er waren die von den Russen wahrscheinlich. Die haben nur so einen Mischmasch. So, ja, und jetzt kann Inquisitor mal demonstrieren, wie gut die York über die Inseln schießen kann. Wenn er nicht zu nah an die Inseln ranfährt. Auch das Lupfen hat irgendwo seine Grenzen. Dann fahre ich mal ein Stück dann nochmal nur zurück. Amagi hat mich gestriffen. Der fährt mit der Amagi voll rein. Das Gefühl. Wie? Könntest du nochmal so etwas weiter offen fahren? Weil, oder entweder war es Inquisitor oder Michi, der die gerade aufgedeckt hat über die. Über den Kanal. Jetzt sehe ich nicht, wenn ihr schießen könnt. Ein Stück da zurück. Das Praktische ist, ich habe einen Eventkapitän, wo ich AP und HE gut spielen kann. Du meinst Ding Neptun, ne? Ja. Wir wurden radarmäßig entdeckt. Die Amagi. Russisches ist auf alle Fälle in der Nähe. Was Russisches oder was Amerikanisches? Was hat Radar? Indianapolis. Ne, Atlanta ist. Atlanta. Dürfte hier in der Nähe sein. Oder Indianapolis. Atlanta oder Indianapolis. Jo, das Radar, sobald Michi irgendwas aufklärt, ich fahr jetzt mal näher ran an die Kante. Ich fahre damit so nah hin, dass ich es immer so nah aufkläre. Aufklärungsreichweite so nah, 5,4, ich muss etwas näher ran. Ja, ich will warten, bis er kommt, dann schieße ich gleich Tops ab. Ja, bei Indichan brauchst du es gar nicht mehr. Und ich wurde auch so nahmäßig entdeckt. Naja. Gut, wenigstens haben Iowa haben wir da hinten. Was kommt da noch alles? Ja. Magi. Heinrich. Magi. Aber Magi, die kommt rückwärts. Magi kommt rückwärts. Nein, München kann auch nicht so weit über die Insel. Also die Imagi ist das und die Heinrich fährt da gerade. Also es sind zwei Schlachtschiffe. Ein deutscher Schlacht... eigentlich zwei Schlachtkreuzer, wenn man so will. Aber mit dem Unterschied, dass die... dass die Heinrich ein Deutscher ist und die Imagi ein Japaner. Ja gut, ich kann jetzt nicht drüber schießen. Ja, ich zeig mich ein bisschen vor.
Interessant, der fährt rückwärts mit der Magi, weil da die Hauptbatterie positioniert ist. Also fährt eine. Auf die Idee. Ja, okay, mit Rhone fährst du so. Und mit Nürnberg zum Teil. Okay, der hat ein Secondary Build. Ja, Inquisitor. Du kannst auf alle Fälle fahr mal kurz davor. Aber nur kurz, so rein, leicht reinlunzen. Nein! Ansonsten bist du gleich weg. Sonst bist du weg. Halt dir die Torpedos auf alle Fälle offen. Mhm. Die Magi steht vor den Türen. Nicht nur die. Heinrich ist ein Sekundärbatterie-Monster. Auf Stufe 6. Also auch ein deutscher Schlachtkreuzer aus der. Ja, aber die brennen. Nicht mehr. Ja, aber die. Aber die bleiben da stehen. Bewegen sich kein Centi. Man könnte reinlunzen, Torpedos ruhig anvisieren. Die Constellation könnte frontal stehen, aber sie steht seitlich. Und wird zerstört. Wie bei Schlachtern komplett seitlich steht zum Gegner hin. Ui, so Don, ich probiere jetzt mein Glück. Ja, setz Torpedos ab. Versuch jetzt wieder zurückzufahren. Nein, dreh dich. Fahr auf die andere Seite. Dreh dich. Wer gibt Vollgas nach links. Einlenken nach links. So schützt du dich besser, wenn du Vollgas und nach links einlenkst. Zeigst gerade zu viel Breitseite. Okay, ein Marke ist durch. Ich hab da Heinrich gerade ein Dings verpasst. Ich fahre komplett. Torpedotreffer. Ja, Torpedotreffer. Gut gemacht. Ich hoffe nur, dass du. Genau deswegen. Aber ich hab trotzdem sie nochmal in Brand gesteckt. Alles gut. Perfekt. Das ist das andere Gute an der York. Eine Salve, du hast sicher einen Brand. Sie fackelt gut. Und das Gute daran ist, ich muss es ja machen. Ich muss ja 50 Brand gesteckt machen. Bänder. Jupp, du könntest auch 8 Schiffe zerstören, aber. Das war Krebs gestern für mich. Gib ich zu. Hat irgendwann mal keine Lust mehr. Die Aufgabe habe ich morgen. Ey, Kaga, gönn dir, Heinrich. Oh, ein Schiffswrack ist mir im Weg, um Torpedos zu setzen. Das ist ein bisschen doof. Also ich krieg Schaden, also Schadenspunkte. Jetzt nicht mehr, ja, jetzt sind weiß. Die. Ja, genau. Ich hätte die Torpedos abgesetzt und hätte ich mich auf die Hauptgeschütze-Ding gemacht, aber das Problem ist. Die Heinrich steht jetzt gut. Es könnte sein, dass ein paar Torpedos vorbeigehen. Wird ja, doch die Polter vernehmen sollen. Nein! Dein Torpedo, der treffen hätte können! Der bleibt an dem Stein hängen! Oh Mann! Komm schon! Ah, Menno. Ja, vielleicht schafft er der andere Schlachter jetzt, der jetzt noch da ist. Auf in den Hafen. Ja. So. Vielleicht skill ich ja die König doch um auf Leute, Batterie. Darf ich vielleicht jetzt mal die eine Runde mit der Iwami spielen, dass du wenigstens mal kannst du auch machen. Das letzte Battle Pass Schiff. Wenn die Jungs das nämlich auch noch sehen, das Riesenteil.
Das Nein, das machen wir nicht. Nein. Ja. Nein, in Legend-Stufe reinnehmen wäre jetzt doof, vor allem mit Iwami. Iwami hat zwar das Kaliber, aber das war richtig uff. Kommen wir so oder so in Legendär-Stufe rein. Naja. Ja, ich habe ja noch Karten zu machen, also diese komischen Kettchen zu holen, damit ich wenigstens noch das andere Schiff noch hinkriege. Iwami. Iwami. Kronstadt. Ich kann auch Iwami fahren, aber ich fahre Musashi. Ich könnte auch Ron, stimmt, ich könnte Ron fahren. Ron leveln. Da fahre ich Musashi. Fahre ich Ron, zünd ich an. Schade, okay. Zünd ich an. Warte mal kurz, bitte. Hier, der Takagi ist jetzt Level 12. Mal sehen, vielleicht, wie viel kriegt man? Bei 35 hat er jetzt. Das heißt, ich müsste jetzt noch 8 diese Beförderungsbefehle holen. Hat er sozusagen. Ja. Was. Ich könnte auch Pommern fahren. Boah. Also, ich wäre safe. Ich bin. Wait. Ja. Bei mir ebenso. Ich bleib bei Ron. Ich werde zwar Minus fahren, das gebe ich zu. Naja. Aber mal gucken. Ich sag mal so, für die Zuschauer. In KI-Matches bekommt man insgesamt 25% weniger. Die Jungs beklagen sich, dass sie Minus fahren. Ich, KI-Match, minus 30.000. Ja, wenn du viel Damage machst. Mit Friedrich machst, der Große. Wenn die davor nicht alle weggekaut werden, dann schon, ja. Ich hab nur 204.000 gemacht. Oh, ja, genau. Eine Blödmap. Was haben wir denn? Yoyang, Oidea, Amalfi, Hippa, Playmuff, Palmer, Brandenburg. Oh. Ruprecht und Main. Die Ruprecht und die Brandenburg sollten wir raushauen. Hippa kannst du mit dealen, genauso wie mit Plymouth. Links. Die Main, wenn wir die Main sehen, auf die können wir uns stürzen, weil das ist eine Free Cheater. Jetzt um mich Zitadellenpanzerung. Das ist Wahnsinn. Inquisitor, vergiss nicht AP nachzuladen. Stimmt. Links rum, ne? Ja. Müsste ich mal wieder umändern, damit der Schiff. Alter, wir könnten ja so machen. Riesen Kanonen, Alter. Das sind nicht riesig. Es geht größer. Die größten Kaliber hatten haben Musashi und Yamato mit 460. Nein, ich meine von der Kanonengröße her. Nicht vom Kaliber. So. Das sind die Amis weit vorne. Soweit Musashi oder Iwami entdeckt ist, mit der Schnauze voran. Okay. Anwinkeln. So, die Zitadelle ist offen. Na, die Brandenburg kommt auf unsere Seite. Ja. Da ist die Hippa. Lass sie mal auf den Sack gehen. Wenn man schon mal Azulen Grundtarnung hat. Ich bin aufgeklärt. Irgendwo hier ist ein DD. Brandenburg, was haben wir da hinten noch gehabt? Da war doch hinten war noch ein Schiff. Die, ja, die Ruprecht war da hinten. Achso, Ruprecht, ja. Das will ich fahren. Wenn die auf einem Haufen sind, kannst du sie schon knicken. Ohne Pläne. Da ist irgendwo ein Zerstörer. Sonst wäre ich nicht durchgehend entdeckt. So nah habe ich schon an. Wer macht die Claim auf der Seite? Die Plymouth. Ja. Der Ball ist fast weg.
Lieber ich weg. Lieber ich weg. Da ist das, da ist dieser komische, der da sitzt. Die Loyang. Die mich anfangen. Loyang, Tiefseetorpedos. Sprich, zerstören juckt es nicht. Ja, wir fahren ja noch, wir fahren ja Kreuzer und Schlachter, uns juckt's. Ja. Das ist die Frage, wo dann die Brandenburg auftaucht. Torpedos direkt voraus. Zum Glück nicht wie die Japaner machen. Extrem viel Schaden. Achtung, Torpedos! Sind mir gerade vorbeigefahren. Ja. Könnten teils von Brandenburg sein und von Loyang. Ich tippe mehr auf Loyang. Ja, Vierlinge waren's. Vierlinge, glaube ich. Ja. Also, hinten sich denn die ist die Main. Und hinten ist noch. Was ist das da hinten noch? Keine Ahnung. Amalfi. Meine Amalfi. Ey, der Rupert, glaube ich. Warten. Ruperrecht und. Etwas runter sind. Der Ruprecht hat die Gefechtstarnung, also der hat die. Der hat die Eigentarnung für Ruprecht. Dann müssen wir auf ihn aufpassen. Ja, ist gut. Ruprecht. Ja, ist gut. Ruprecht, die geht langsam etwas runter. Oh, ich versuche die ganze Zeit mit HE zu bringen, das ist ernst zu Leute! Versteckt sich. Oh, da hinten weit, weit draußen ist die Udaloy. Und Loyang kann es nicht sein, Udaloy ist es dann. Loyang ist hinter einer Insel. Oh, die ist sichtbar. Warum fährst du mit der Iwami vor? Weil ich war es die dumme Idee. Inquisitor, schlechte Idee, die zerreißen dich jetzt da vorne. Ich stehe nicht umsonst hier. Warum babbelt der Beschießer mich? Weil ja, weil du vorne fährst. Und eine potenzielle Gefahr für die Teamkameraden bist. Und jetzt kommt auch noch die Ruprecht und dann wäre noch die Brandenburg. Ah, Gott. Ich, wir stehen nicht umsonst hier hinten. Ja. Auf Range. Brandenburg geht über die halbe Salve in die Insel. Ruprecht, ja. Und die Gefechtstarnung für die Ruprecht ist hübsch. Ja. Aber ich will nicht wissen, was du dafür in einem Gefecht alles erreichen musst, damit du dich kriegst. Nein, mehrere Gefechten. Manchmal sind es allgemeine Statistiken, die du erreichen musst. Manchmal so wie mit den Mods.